Es geht ja um die evangelische Kirche in Duisburg-Mittelmeiderich. Das ist eine Neugestaltung von 45 Kirchenfenstern. Das war ein Wettbewerb, der ausgeschrieben gewesen ist, und den habe ich gewonnen. Und jetzt sind wir schon in der Realisierungsphase. Das Gesamtfarbkonzept sieht das so vor. Wir haben hier den Chorbereich, und das ist die Südseite. Das ist die Nordseite der Kirche und das ist der Westen. Und im Chorbereich geht die Sonne auf, da haben wir die Morgenröte, hier beginnt es und wird dann heller und hier auch und kommt dann hier zusammen. Hier an dieser Stelle ist ein besonderes Fenster, das ist das Verheißungsfenster. Da komme ich dann noch drauf zu sprechen. Und dann geht es über den hellen Tag bis wieder zum Abend hin. Und dann kommt die Abendröte und das ist das Westfenster mit der Abendröte. Und jetzt hier sind wir ja in der Glaswerkstatt in Kevelaar. Und hier werden diese Farben dann aufgebaut zu den Fenstern. Zuerst war das ja alles im Modell, das sind die einzelnen Modelle. Hier sieht man das Sperrholz und jedes einzelne Gläschen wurde hier schon von uns bestimmt, was es für eine Farbe dann haben soll. Und wenn man durchschaut, sieht man jetzt hier dieses Fenster in Königsblau, das kommt in den Chor. Und da wurde jedes einzelne Glas schon gedoppelt, es sind schon immer zwei, manchmal sogar drei Gläser hintereinander, damit wir die Farbmischungen optimal bestimmen konnten. Und dann hier ist jetzt das Fenster links vom Chor. Das ist dieses hier. Da sieht man unten bereits das feine Rot drin. Das ist die Morgenröte, die hier auftaucht. Und oben beginnt schon der helle Tag. Dieses Fenster haben wir jetzt hier im sogenannten Turm, hier in Kevelaar, aufgebaut.